Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit den Resten unseres Abarths weiter. Nein, Spaß beiseite. Wir machen das Auto immer weiter. Und ich freue mich, Mike ist mal wieder am Start, Firma Henkel. So, das heißt, entweder dichten wir heute was ab oder wir kleben etwas auf. Wir kleben was auf. Das haben wir ja eigentlich sonst immer so gemacht, ne? Genau. In dem Fall kleben wir etwas auf. Aber vorher muss ich euch noch etwas beichten. Und zwar ist es mit diesem Projekt leider wieder voll eskaliert. Hat irgendwie ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich gesehen, Abarth gibt es irgendwie alles für zu kaufen. Das heißt, keine langen Wartezeiten, sondern einfach nur E-Mail schreiben. Und zack, es gibt tatsächlich von der Firma Carbo Stuff, die bauen in Polen als Handlaminat diese ganzen Teile. Das heißt, leider ist an diesem Fachzeug, halt mal Mike, so, wiegt zum Glück nicht viel. Ja, hier ist ein bisschen Platzmangel heute, macht aber nichts. So, Heckklappe, extrem geil lackiert, aber wie ihr seht, Carbon. So, also okay, ich mach's kurz. Heckklappe Carbon, Türen Carbon, Motorhaube Carbon. Ich finde es ehrlich gesagt witzig. Also ganz viele von euch werden das eh schon vermutet haben. Aber wir haben das ja schon so ein bisschen geteasert in dem einen oder anderen Teil, weil ich zu faul war, es auszubauen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es krass, wie wenige dann doch drauf angesprungen sind. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr es, es ist leider, wie sagt man so schön, keskaliert und es ist, findet wieder ein bisschen Carbon statt. Ich finde es aber geil, weil, brauchen wir uns nichts vormachen, Rennauto sollte immer maximal leicht sein. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wir sparen jetzt Gewicht, wie viel seht ihr gleich, an den Stellen, die am allerwichtigsten sind. Weil, wenn ihr euch grob das Auto anguckt und euch überlegt, der Schwerpunkt von diesem Fahrzeug wird sich irgendwo hier so befinden, schon relativ flach. Und wir sparen jetzt wirklich kiloweise Gewicht an den äußersten Stellen vom Auto. Ganz wichtig, Dach, deswegen ist Mike auch hier. Das werden wir heute verkleben. Hier sparen wir Gewicht, Türen sparen wir Gewicht, hinten sparen wir Gewicht, Scheiben sparen wir Gewicht. Also wirklich am weitesten außen von dem Fahrzeug, was man sich vorstellen kann, vom Schwerpunkt her, holen wir die Kilos. Und ich glaube, das macht sich in der Performance definitiv bemerkbar. Ich finde es schade, dass wir dieses Jahr noch nicht mit dem Auto fahren konnten, weil ich glaube, das wird richtig, richtig schnell. Aber wenn ich ehrlich bin, mich die Vorfreude auf das, was nächstes Jahr passiert, wenn das Auto fertig ist, ist, glaube ich, umso größer. So, weil wir reden davon, dieses Fahrzeug hat ursprünglich mal 1100 Kilo gewogen. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es geht so langsam in Richtung 800 Kilo. Und 800 Kilo für ein turboaufgeladenes Fahrzeug mit der Radreifendimension und so wird dann schon... Wird da schon sportlich. Ja, so, auf jeden Fall an der Stelle vielen Dank an Carbo Stuff Engineering für die schnelle Lieferung der Teile. Natürlich kommen die nicht so lackiert, sondern auch schon bei Christian in Oechsleben wurde schon wieder gut gearbeitet, weil ich wollte natürlich die Teile von außen wieder lackiert haben. Also, ne? Weil so komplett Carbon ist einfach nicht mein Style. Deswegen wollte ich sie... Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen Quatsch. Aber trotzdem, bei diesem Auto mag ich einfach, dass das Auto schön weiß ist. Das Dach lassen wir natürlich in sich Carbon. Bin ich eigentlich auch nicht so ein Fan von, aber in dem Fall... Wie? Ja, das muss. In sich Carbon? Ja. Ja, das gucken wir uns an. Am Ende des Videos werden diese ganzen Teile nämlich ja dran sein und dann gucken wir. So, als allererstes interessiert mich jetzt aber, was wir an Gewicht sparen. Das heißt, wir machen Folgendes. Draußen stehen die Blechteile. Wir wiegen einmal kurz die Blechteile durch. Mike merkt sich die Zahlen, dann wiegen wir den Carbon noch. Das ist ein Plan, ne? Das ist ein Plan. Mike schon sprachlos heute, aber der wird nachher ein bisschen... Der wird wärmer nachher. Das wird schon. So, alter Sahara-Trick mal wieder beim Wiegen von Karosserieteilen. Oh. Ja, ich arbeite daran. Ja, jetzt kommt bald Essen Motorshow, der eine oder andere. Wenn man sich die Videos von vor 2 Jahren anguckt, ich bin selber fassungslos, weil ich mich selber sehe, weil die Zeit vor der Essen Motorshow ist immer so krass stressig, dass man automatisch 5 Kilo abnimmt. Nein, aber bei großen sperrigen Teilen wiegen ist immer das Einfachste, sich draufstellen, auf 0 drücken und schon können wir nämlich einfach die Teile in die Hand nehmen und wiegen. So, pass auf, wir fangen mit dieser Tür an. Die ist komplett leer. Also komplett leer, da heißt, da ist keine Scheibe mehr drin und da ist kein Mechanismus mehr drin. So, Tür 21,6. Heckklappe. Müssen wir ein bisschen jetzt improvisieren, weil hier ist noch die Glasscheibe drin. Wir wiegen gleich die Carbon-Heckklappe direkt mit der Plexiglasscheibe, mit der Makrolonscheibe. Mhm. Ist zwar nicht ganz aussagekräftig, aber kommt es jetzt hier in Summe auch nicht drauf an. 15,5 die Heckklappe. 21,6 die Tür, 15,5 die Heckklappe. Und jetzt noch die Haube.
8,1, Alter, krass für die kleine Auge, ne? Ah, hier. Sahara-Trick. Deswegen habe ich den Bus nicht gewaschen heute Morgen. Damit wir hier hinten anschreiben können, was die Sachen wiegen. So. Pass auf. Jetzt muss ich erstmal einmal kurz spicken, was das Blechdach gewogen hat beim Rausnehmen. Das Rohdach 7,7 Kilo. So, hier liegt noch ein Spoiler, da kommen wir später drauf. Den feiere ich übrigens am allermeisten. Da das hier ja alles mit Notar alles vernünftig abläuft, kontrollieren wir noch einmal. Passt noch? So, das heißt, die ersten 4 Kilo holen wir schon mal am Dach. Jetzt geht's weiter mit der Tür. Die haut mich am meisten um. 5,9 Kilo die Tür. Das ist schon sportlich. Zu 21,6. Zu 21,6. Das heißt, wir reden von 16,6 Kilo pro Tür, ne? Ist korrekt, ne? 16,6 pro Tür. So, da muss ich jetzt sogar auch tatsächlich das Handy rausholen. Das wären zu viele Zahlen. 4 Kilo das Dach, 16,6 die Tür mal 2. Sind ja 2 Türen. Nehmen wir die Heckklappe mit Scheibe. 5,9 gegenüber. 15,5. Was war das gerade? 5,9. Boah, das sind 10 Kilo an Heckklappe. Plus 10. Und jetzt müssen wir zusammen mal einmal die Motorhaube abnehmen. Und bei der ist halt auch das Krasse, die wiegt halt auch wirklich gar nichts. 2,6. 2,7 gegenüber 9,1, ne? 9,1 war die Klappe, das heißt? 8,1. 8,1? Okay, das heißt 5,5 Kilo sparen wir da oben. Drück dir die mal einmal kurz an. Also willst du aufbauen? Also. Die bauen wir gleich wieder an. Nur wir machen noch kurz das finale Ergebnis. Plus 5,5. Ja, das heißt, wir reden von saftigen, das ist wirklich saftig für so ein Auto, 52,7 Kilo mit den paar Teilen. Krass. Das ist ja schon krass, wenn du das so nimmst. Das, yeah. das ist ja so, und ich glaube, wir haben selber noch nicht die Vorstellung, wie viel 52 Kilo auf der Rennstrecke sind, so weit außerhalb des Autos. Also das ist, glaube ich, also ich glaube, das war definitiv eine gute Investition, weil da, ich sage, da kommt Performance. Also da kommt was. So, jetzt kommen ja noch alle Scheiben dazu in Makrolon. Also Frontscheibe, Leitglas in dünner, Seitenscheiben auch noch Makrolon. Das heißt, ich sage, am Ende haben wir mit den Sachen 60 Kilo ungefähr geholt. Krass, schon gut. So, wir bauen mal kurz für die Haube an. Also Mike, komm mal rüber hier. Jetzt geht's hier um das Dach heute. Wollen wir Dach anfangen oder wollen wir Scheibe erst einkleben? Das ist egal, können wir das Dach machen. Also wir wollen auf jeden Fall die Makrolonscheibe in der Heckklappe drin haben und das Dach drauf haben, um euch am Ende einfach maximal geiles Ergebnis zu zeigen. So, jetzt erste Baustelle ist direkt, gab schon wieder Ärger, weil hier ist jetzt überall Lack drauf und das gefällt dir nicht ganz, oder? Na, schöner wäre, wenn es blank wäre, metallisch blank, weil so habe ich keine Trennschicht zwischen, ich weiß nicht, wie der Lackaufbau ist, wie hält der Lack auf der Grundierung, die Grundierung auf dem Untergrund, also auf dem Metall. Ja, ja, ja. Und optimal ist natürlich, auf blanken Untergrund zu kleben. Wir machen das Ganze hier nicht, weil das eine Henkel-Werbeveranstaltung werden soll, sondern so do-it-yourself-mäßig. Ich war ganz erschrocken. Ich habe neulich in der BMW-Szene gehört, dass der Max schon über 50 Carbon-Dächer eingeklebt hat. Ja. Deswegen, damit ihr das auch nachmachen könnt, zeigt mal als allererstes, was wir überhaupt nehmen. Also wir nehmen zum Verkleben den 5065. Mhm. Der ist nicht so spröde, der ist, ist etwas flexibler als Karosseriekleber, mhm, als Strukturklebstoff. Mhm. Ne, da brauche ich wenig Spalt. Das heißt, wenn ich elastisch verklebe, brauche ich mehr Spalt, wie mit dem Scheibenkleben zum Beispiel, damit es funktioniert. Und hier brauche ich halt wenig Spalt, um strukturell zu kleben. Das heißt, der Scheibenkleber braucht immer eine Mindestdicke schon. Der braucht eine Mindestdicke auf jeden Fall. Und der kann theoretisch auf Kontakt richtig kleben? Der kann auf 0,2, also bis 0,2 kann der runtergepresst werden und verklebt noch. Und als 1K-Kleber? Ein 2K-Klebstoff. 2K, das sind okay. Zwei Komponenten. Die sind beide da schon in der... Die sind beide schon drin, ich brauche keine extra Pistole, das ist das Schöne dabei. Ich habe mein Mischrohr dabei. Was hier drauf kommt und dann wird es durchmischt und dann kann ich das Ganze applizieren. Sieht ultra einfach aus. Ist für mich einfach. Wenn ich es machen würde, weiß ich, der ganze Klebstoff wäre erstmal hier so im Innenraum verteilt. Ich würde es 8-mal draufpacken, dann stelle ich fest, wenn der Kleber drauf ist, ach scheiße, an der einen Ecke müssen wir doch noch was wegfallen. So ist das halt immer so üblich. Und man merkt einfach, Mike macht das jeden Tag,
Der hat eben gerade schon ganz genau geguckt, dies, das, jenes und so weiter. Das heißt, eigentlich gehen wir davon aus, dass es passt. Das passt. Das passt. Das passt. Okay, es passt. Süße, es passt. Ne, was noch dazukommt bei dem Dach, was man nicht vergessen darf, du hast ja diesen schönen Dachspiegel noch hier. Mhm. Und wenn du hier nichts drauf machst auf diesen Dachspiegel, da kommt Material drauf, was halt als Unterfütterungsmaterial dient, damit das Dach nicht anfängt zu schwingen und hier anfängt zu klappern. Das ist ein ganz weiches Material, hat null Härte. Das heißt, hier kein Klebstoff drauf? Ist ein Klebstoff. Ne, der hat aber null Härte, ist primerlos, hat null Härte und stützt quasi das Dach nur, dass es nicht anfängt zu schwingen. Weil ich hätte jetzt Angst mit dem Klebstoff, dass man richtig eine Beule ins Dach reinzieht, wenn das irgendwie arbeitet, anzieht, heiß wird, kalt wird. Nein, du hast Probleme bei Klebstoffen, PUs zum Beispiel, wenn die im Dachbereich oder im Seitenwänden eingesetzt werden, als Stützteil, ist auch nur ein Stützteil in dem Fall. Wenn du mit PUs arbeitest, die kriegen Wärme drauf, dass du dann Dellen hast. Okay. In Seitenwänden, in Dächern. Heißt, das ist eigentlich wirklich nur jetzt ein Material zum Auffüllen. Unterfütterungsmaterial. Unterfütterungsmaterial, ne? Genau. Ich finde übrigens diese Ansicht übel sexy mit, mit diesem Käfig ohne Dach. Eigentlich müsste man so lassen, ne? Ich habe echt schon überlegt, ob wir es schraubbar machen, dass wir das so abnehmen können. Weil so mit dem Dachkreuz und so und wie passgenau, wie ich das hier so drunter gebaut hat ins Auto rein, das ist schon... Da kannst du bei einem Faltdach fahren. Das ist schon geil. Diese ganzen Komponenten gibt es aber bei euch. Kann man die nur über den Fachhandel kaufen? Über den Fachhandel, genau. Geht aber nur das Fachhandel. Also kann ich jetzt nicht irgendwie zur ATU und da steht das dann von Teroson rum. Wäre ja auch ein Handel. Kann sein, dass der auch so stehen hat. Anti-Flutter-Sealant. Jetzt mal wieder flattern, ne? Das ist hier ganz weiches Zeugs. Ja, krass. Okay, das ist ja wirklich... Das ist echt richtig weich. Jetzt klebt es auf einer Seite nur, aber es ist halt auf beiden Seiten verklebt dann und dann hast du halt diese Ausdehnung. Okay, ja. Also, in dem Fall Corserie-Klebstoff. Musst du den vorher heiß machen? Oder? Nein. Den kriegst du so einfach mit der Elektrokartusche rausgelöst. Ich mach's mit der Handpistole. Aber jetzt kommt der letzte Punkt. Ich befürchte, du möchtest das gleich blank schleifen? Ja, wäre von Vorteil. Das heißt, wir müssen den Innenraum auf jeden Fall einmal abdecken. Dann wird die ganze Dichtfläche, ist es ja nicht Klebfläche, einmal angeschliffen. Ich vermute, das Dach auch. Das Dach auch. So, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall beide Seiten petten. Beide Seiten einmal petten, glatt machen. Dann ganz wichtig, sauber machen. Reinigen ist ganz wichtig. Mit der richtigen Methode. Reinigen ist ganz wichtig. Nicht mit dem Bremsenreiniger, sage ich immer wieder. Ne, da gibt es einen speziellen Reiniger. Das ist alles, was Teroson ist, ist immer der Reiniger. Deswegen mit dem Reiniger richtig reinigen, eine Richtung wischen und dann bin ich auch sauber im Untergrund. Ja, man merkt, dass Mike gerade frisch von der Messe kommt. Der hält das noch so schön cool, dass das, das ist schon von Zauberhand hier geht. Okay, also Flächen schleifen, dann einmal ganz wichtig sauber machen, das seht ihr aber gleich noch und dann kann es auch losgehen. Muss der Kleber irgendwie anziehen oder einfach drauf? Nein, also die blanken Stellen benetzen mit Klebstoff und das Dach benetzen, danach eine Raube legen, dass ich genug Klebstoff habe und dann setze ich das Dach auf und dann klemmen wir es fest. Was raus will an Klebstoff, dann mache ich mit dem Reiniger weg für die Optik. Ganz einfach. Perfekt. Oder Spraydosendeckel, wenn es zu viel ist, im Spraydosendeckel einmal abziehen. Da habe ich den Rest schon in dem Deckel und das läuft. Ich würde sagen, das Ganze kriegt ihr jetzt einmal cinematisch eingefangen und los geht's. Also Mike, hier hast du jetzt blank geschliffen und da ist schon die erste Schicht von dem Klebstoff drauf. Genau, metallisch blank geschliffen, gereinigt und den Klebstoff aufgetragen. Eine Raupe gelegt, mit dem Finger glatt gestrichen, dass alles benetzt ist, damit es nicht korrodiert. Und jetzt geht es dann weiter auf dem Dach den Klebstoff auftragen, dann das an die Platte auftragen. Weil man macht Folgendes, man fängt mit dem Klebstoff an, der die längste offene Zeit hat. Ich habe eine Stunde Zeit zum Auftragen mit dem Corserie-Klebstoff und habe 20 Minuten Zeit mit dem Antiflatter. Also fange ich mit dem längeren Klebstoff an und ende mit dem kürzeren am Ende. Das heißt, dieser Klebstoff hat wirklich eine ganze Stunde Verarbeitungszeit? Ja. Ja. Cool. Was ja schon lang ist eigentlich. Das ist ein 2K, den brauche ich auch, wenn ich Dächer aufklebe, wie jetzt Carbon oder normales PKW, der aus Stahl oder Aluminium, dann brauche ich halt lange offene Zeit.
Das heißt, das ist auch ein Kleber, der sonst so auch gerne mal, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Caravan-Seitenteil oder Auto-Seitenteil, für sowas nimmt man den auch. Das ist jetzt nicht explizit Carbon-Dach gedacht, sondern schon eigentlich um Karosserieteile zu kleben. Genau, du machst ja heute teilweise Kleben und Nieten oder Kleben und Widerstandspunkt schweißen. Mhm. Und da nimmst du auch den Klebstoff zwischen, um halt die Steifigkeit und Festigkeit zu erhöhen, beim Falle eines Unfalls zum Beispiel. Mhm. Cool. Ja, das heißt, wenn ich aufgepasst habe, möchtest du da eine Raupe auftragen. Genau, wir nehmen auf dem Dach jetzt die Raupe, die legen wir jetzt drauf, verstreichen die kurz einmal, machen dann eine ganz normale Rundnaht oder Raupe nochmal drauf, dass wir genug Klebstoff haben. Okay, also auch erstmal eine flache Schicht, dann eine Raupe. Alles benetzen und dann die Raupe drauf und dann setzen wir das Dach auf und dann geht's los. War's das. Alles klar. Macht dir das eigentlich Spaß, ja, ne? Na klar. Weil das sieht so leidenschaftlich aus, wie du das da immer so lang ziehst und mit dem Finger führst. Ja. Vor allem, du legst ja die Raupe auch eigentlich gar nicht immer, also mit der Spitze gar nicht ab, sondern die Raupe ist ja eigentlich in der Luft. Ja, es kommt auch an, was du machst. Fällt dann ja, so drauf, ne? Bei dem Fall ja. Weil ich eine Spitze reingeschiebe, ist das Klebstoff wieder beiseite. Weil, aber das ist auf jeden Fall schon mehr als nur ein Job, sondern da steckt auf jeden Fall schon ein bisschen Leidenschaft hinter, ne? Das Klebe dein an. Leben. Wie ist das, wenn du zu Hause mal was renovierst? Habe ich nie Klebstoff da. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du da dann auch akkurat anfängst mit Klebeband, das immer so, ne? Ja, aber ich habe nie Klebstoff da, das ist mein Problem. Alle haben Klebstoff, aber ich nicht. Kommt noch. So, okay. So. Das ist jetzt alles drauf, hier auch doppelt. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich übertrieben gesagt nur einen Versuch. Man könnte es natürlich ein bisschen hin und her schieben, ne? Ja. Aber dann verschieben wir natürlich den ganzen Kleber und alles, ne? Genau. Den Klebstoff, du bist der Kleber. Sorry. Ja, heute ist Mike der Kleber, ich bin nur Assistent hier heute. Perfekt. So, jetzt müssen wir es irgendwie drehen. Kannst du ruhig einmal reinfassen, das ist das Problem. Ja. Am besten hier vor dem Auto drehen. Du. Vor dem Auto drehen? Ja, ja. Warte mal, ich greife mal einmal um. Jetzt habe ich hier aber nämlich schon einmal rangefasst. Dein wievieltes Carbon-Dach ist das, was du schon einklebst? Mach mal rum. Wichtig, dass ich meinen Pulli jetzt mit festklebe, meinst du? So passt es. So, jetzt klemmen wir das Ganze fest. Gar nicht so viele. Eigentlich bisher nur Limo-Dach immer eingeklebt. Limo-Dach eingeklebt, aber wir haben halt schon bei Marius und so das Dach auch rausgemacht. Aber eingeklebt haben wir eigentlich erst zweimal das Limo-Dach. So, also viel Spiel hat das Dach eh nicht in irgendeine Richtung, weil es halt einfach die Dachform schon vorgibt. Diese Kante muss logischerweise an der Kante anliegen, also viel können wir da gar nicht holen. So, vorne müssen wir es natürlich allerdings schon passend haben. 2,5. 2,4. Ne, auch 2,5. Sitzt mit dem Zöllner hier nochmal schnell das Dach eingemessen. Wer kennt es nicht? Ist das jetzt hier ein Kleber, der auf Kontakt reagiert oder härtet einfach generell aus? Ist egal. Zwei Komponenten, definiert Durchhärtung. Deswegen eine Stunde Verarbeitungszeit und dann fängt er an, also die Topfzeit eine Stunde, 60 Minuten. Und dann fängt er an zu reagieren. Du kannst den Wärme beschleunigen, da gibt es 80 Grad. Dann hast du halt eine schnellere Beschleunigung nochmal für eine Stunde. Von der Durchhaltung her. Mhm. Wenn ich die Schraubzwinge hier minimal festklebe, kriegen wir das ruhig noch ab, ne? Die hält noch nicht dran. Das hält nicht dran. Das hält nicht dran? Okay. Das ist Kunststoff, der hält nicht. Okay, also einfach abbrechen danach und fertig. Na, das wäre der Klebstoff, Philipp, wenn er ausgehärtet ist. Mhm. Mhm. Na, das ist im Ofen einmal kurz warm gemacht. Schon recht fest, aber, ne? Ja, aber trotzdem noch ein bisschen elastisch. Ja, also klar, man kann es noch biegen, aber schon. Ja, wenn du auf 90 Grad, dann... Ja, klar, irgendwann... Aber du hast halt die Elastik drin, gerade bei Kälte. Ja. Hast du alle Klemmen verbraucht schon? Ja. Also 8 Stück hatte ich. Okay. Dann müssen wir ein bisschen... Brauchen wir noch mehr? Gib mir mal vorne mal eine weniger. Ja, dann müssen wir die alle versetzen. Also ich muss mich an die Optik erstmal gewöhnen. Du feierst das total, ne? Ja. Nicht wegen dem Carbon, sondern ich mag einfach den Kontrast von... Weiß zu Carbon? Genau. Oder weiß zu schwarz. Ja, ich muss sehen, wenn es fertig ist. Jetzt können wir leider allerdings die ganzen Spangen noch nicht runternehmen. Nein. Das muss jetzt erstmal ein bisschen aushärten. Das lässt 2 Tage stehen so. 2 Tage? 2 Tage und dann... Ich wollte eigentlich fahren am Wochenende.
Nein, das schaffen wir natürlich nicht, aber okay, zwei Tage. Zwei Tage nicht bewegen oder zwei Tage die Spangen dran lassen? Zwei Tage lasse ich Spangen dran, lass ihn so stehen, dass er durchhalten kann optimal. Und nach zwei Tagen kannst du das dann runternehmen alles und dann ist das Dach auch richtig durchgehärtet und verklebt. Wir haben 23 Grad mit einem Heizlüfter hier. Das passt alles. In der Zwischenzeit machen wir auf jeden Fall Folgendes. Wir können uns auf jeden Fall nochmal um die Makrolonscheibe in der Heckklappe kümmern. Die ist nämlich so weit, dass die dann nämlich auch ran kann. Die seitlichen Scheiben will ich noch nicht einsetzen. Dafür will ich erst die Türen drin haben, dass dort die Flucht schön ist. Das heißt, bevor wir uns hier die Mühe machen, wir haben oben noch so einen schönen großen Konferenztisch. Den können wir einfach missbrauchen und kleben da die Scheibe schnell ein, würde ich sagen. Ist ja kein Problem. Ist ein bisschen entspannter. Wo ist mir egal? Ein bisschen entspannter. Komm, her, gehen wir hoch. So, Mike, was sagst du zur Scheibe? Ja, jetzt passt sie. Ist aber okay, oder? Also, da haben wir schon qualitativ schlechtere Scheiben gehabt. Ich finde die für Makrolon eigentlich schon echt, echt sexy. Nein, die liegt gut drin im Rahmen. Das passt. So, sehr gut. Wir haben jetzt gerade schon mal ein paar Trockenversuche gemacht. Und zwar wollte Mike doch ganz gerne noch ein paar Spacer, ein paar Gummiklötze haben, ja, damit sie wirklich selbst ohne Kleber schon richtig bündig drin liegt. Ja, deswegen mache ich solche Sachen auch so gerne mit dir, weil du denkst einfach immer an alles. Mir gerade eben wieder beim Dacheinkleben aufgefallen. Mike hat bestimmt nochmal 20 Minuten Klebereste weggewischt, solange sie noch nicht trocken sind. Das soll ja schön aussehen, alles soll das Taco sein am Ende. Ja, aber an Stellen, wo nie wieder hinguckt. Also ich denke schon immer, ich bin penibel, aber wirklich so von innen nochmal so in Holm geguckt und vorne und hier und da. Anspruch. Was muss, ne? Ja, ja, ja. Aber so wird geil. Okay. Hier in den Ecken steht es noch ein bisschen ab, da ziehen wir es dann einfach runter. Da machen wir ein bisschen Klebestreifen drauf, fixieren die ein bisschen. Und sonst sieht es eigentlich so vom Spalt her schon ganz gut aus, ne? Dass sie möglichst spannungsfrei ist. Ich meine, hier ist ja nicht viel Spannung jetzt hier drauf. Ja, das ist ja wirklich. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich alles auch Jammern auf hohem Niveau, weil normalerweise der normale, günstige Rennsport, da ist es ja so, man würde im Zweifelsfall sogar eine gerade Scheibe nehmen, ne? Einkleben. Mit der Stichsäge ausgesägt, bumm, drauf, fertig halt, ne? Also das ist ja schon hier so mit lackierten Rahmen und so. Also das ist schon... Das ist von Vorteil, wenn du so eine Scheibe bekommst, die schon alles im Rahmen hat, dass der Klebstoff nicht sichtbar ist, ja, dass alles abgedeckt wird, weil das musst du ja selber machen. Dann nimmst du sonst den Wollwischer, nimmst du den Primer und machst dir quasi den Rahmen dann selber. Das ist aber richtig Aufwand. Das heißt, den schwarzen Rahmen würdest du mit dem Primer auch hinkriegen? Ja. Cool. Wo du gerade Klebstoff sagst, jetzt haben wir auch zwei verschiedene Klebstoffe hier zur Auswahl, ne? Korrekt. Wir haben einmal den Bond 60 und wir haben den Bond 120. So, wo ist der Unterschied? In diesem Fall wäre es nicht ganz so dramatisch, aber wenn du PKWs hast, Bond 60 ist die Wegfahrzeit. Nach 60 Minuten kannst du damit wegfahren. Und beim Bond 20 nach 120 Minuten. Unterschiede zwischen den beiden ist, der ist hochmodulig, dieser nicht. Der ist niedrigmodulig. Das heißt, bei solchen Scheiben, wie du jetzt hier hast, diese Makrolonscheiben, ist es wichtig, was möchte ich für Anforderungen haben? Na, bei dieser Scheibe jetzt. Nehme ich den härteren Klebstoff, du kannst es gerne mal einblenden, dieses Blatt. Nimmst du den härteren Klebstoff, dann bleibt die Scheibe fest verklebt und die Scheibe dehnt sich quasi hier in diesem Bereich etwas aus. Nimmst du den weicheren Klebstoff, geht die Scheibe dann in diese Richtung. Also das arbeitet dann so. Das heißt, einmal wird sie eher gerader und einmal wird sie bauchiger. Ja, aber der Klebstoff hält die Scheibe, ja. Und sie wird dann halt hier etwas bauchiger. Genau, und in unserem Fall ist es definitiv so. Der Hersteller Grob hat auch empfohlen, beim Einkleben sollen wir in der Mitte auf jeden Fall was drunter legen, weil das Makrolon kann relativ schnell und einfach seine Form wieder verlieren. Und damit das nicht zu glatt und gerade in der Mitte wird, packen wir am Ende auch noch was drunter. Okay, das heißt, das 60 und 120 ist eigentlich nur die Zeit, die er zum Aushärten braucht? Das ist die Wegfahrzeit für die neuen Crash-Normen. Ne, wenn man zum Klebstoff nochmal geht, die sind ja gecrashed worden, die Klebstoffe, einmal nach US, nach FFMV SS Standard. Das heißt mit 48 km/h 100% gegen die Wand. Und wir haben nochmal einen draufgesetzt, was du nicht machen wirst mit deinem Auto, hoffe ich. Mit 64 km/h, 40% der Fahrerseite, ein Hindernis und die Scheibe muss im Rahmen bleiben nach 60 Minuten. Ah, okay, krass. Na, aber nur ein kleiner Tipp, man muss aufpassen, was klebe ich für eine Scheibe ein? Habe ich Heckscheiben und sage, du kannst nach 60 Minuten fahren? Du kennst das Problem ja, wenn du fährst mit dem Fahrzeug, machst die Scheibe runter, heißt dieses bub, 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 diesen Überdruck. Ja, ja. Dann muss man den Kunden sagen, man darf damit nicht erstmal zwei Tage oder sowas, drei Tage mit dem offenen Fenster fahren oder mit frischem Klebstoff, dass die Scheibe rausfällt nachher. Durch den Überdruck. Weil da ist ja richtig Druck drauf dann. Hätte ich nicht gedacht, dass das bis heute so ein Thema ist, wie schnell man wirklich wieder fahren kann. Ich hätte immer gedacht, so, dass das
dass das selbst in der Scheibenindustrie so ist, dass so ein Auto eh immer übertrieben gesagt ein halber Tag da steht, ne? Hm. Ja, man soll ja gerade stehen mit dem Klebstoff, nicht verwindet. Okay, Kurzform, wir nehmen den Kleber, der nicht nach außen geht, sondern mit der Scheibe eher nach oben geht, also einfach nur hart ist. Mhm, genau, hält die Scheibe fest und die Scheibe macht dann die Form nach außen. Und in 60 Sekunden kann ich wieder fahren. Sorry, Minuten. 60 Minuten. 60 Minuten. Schaffen wir eh nicht, aber Pech. Okay, ja, dann müssen wir das Ganze trotzdem noch primern? Ja. Beide Seiten? Ja, weil das ist ein Klebstoff, der ist nicht primerlos, der ist mit einem Schwarzprimer. Und man muss ein bisschen aufpassen bei den Makalonscheiben, da nehme ich einen anderen Primer, anstatt sonst der im Set-By ist. Mhm. Dieser All-in-One-Primer nicht, nehme ich da nicht. Ich nehme dann diesen PU 85 A17H, mhm. Weil damit habe ich keine Sorgen mit der Haftung später auch auf diesen Kunststoffscheiben. Ja, hier steht Glasprimer drauf, ist das aber theoretisch auch der Primer, den du für Glas nehmen würdest? Der ist auch für Glas, okay. Nur für Glas. Nur für Glas, okay. Dieser All-in-One-Primer wäre für Glas, Lack oder halt Restmaterial. Und dass das jetzt eine Carbon-Heckklappe ist, ist auch egal, weil es eh das Lack drauf ist. Lackiert der Untergrund. Okay. Ja, ich würde sagen. Wir primern jetzt beide Seiten, lassen ablüften. Wie lange? 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Tragen den Klebstoff auf, setzen die Scheibe ein, fixieren die, fertig. Okay. Los geht's. Ich bin immer wieder fassungslos, dass dieser Primer es schafft, eine lackierte Fläche so griffig zu machen. So, weißt du? Aber es ist ja auch eigentlich nur, man trägt es ja auch nur auf, aber es muss scheinbar so eine Verbindung chemisch herstellen, dass das toll ist. Heckscheibenwischer ist da dann gleich rausgeklebt? Ja. Geil. Motorsport. Ich habe sogar kurzzeitig, als die Scheibe ankam, überlegt, scheiße, hast du vergessen Bescheid zu sagen, dass ich keine dritte Rimsleuchte reinmache? Dann ist mir aber eingefallen, selbst auf der Rennstrecke ist es, glaube ich, schon für den einen oder anderen ganz cool, wenn man halt sieht, das bremst. Ne? Also klar, man hat ja immer noch die Bremslampen, Bremsleuchten, ne? Aber trotzdem. Guckst du mal bitte. Also das Gute ist, der Kleber quillt noch nicht raus. Das soll auch so sein. Dann wäre was schiefgelaufen hier. Nö, ich würde eigentlich sagen, hast du gut gemacht. Ich würde nichts mehr verändern jetzt. Gar nichts mehr verändern? So lassen wir es. Auch nichts runterziehen. Dass die Ecken da wieder hochkommen, meinst du nicht? Nein. Okay. Guck mal. Hm. Hm. Durch diesen festen Klebstoff. Weil wir haben überall Spalt jetzt hier ringsrum. Ja, hier. Ja. Das ist gut. Okay, dann müssen wir jetzt noch mal ein Kissen von zu Hause nehmen. Wir müssen das einmal runterschieben. Das hat er wirklich gesagt, das ist wichtig, weil die Scheibe, das sieht jetzt so dick aus, das macht gleich aber so. Auch hier, guck, alles schön sauber. Ja. Alles Taco. So wie sich das gehört. So. Das sieht jetzt so aus, als wenn da so eine Kraft drauf ist, ist es aber nicht. Das müssen wir nicht so durchbringen. Genau. Ja. Weil es reicht wohl wirklich schon 24 Stunden für die Scheibe, dass sie so durchhängt, ne? Ja. Also, so denkt man jetzt so, die ganze Ecke. Ja, habe ich ja gedacht. Hochgedrückt, ne? Aber nee, ist gut, passt. Das ist so ein weiches Kichen. Hat René schon so gut drauf geschlafen im Bus. Schön. Nächstes Mal schläft er mit dem Scheibenkleber dann fest. Sehr schön. Okay, also du sagst hier nichts so, alles genau so lassen. So lassen wir, die Spalten sind gleichmäßig hier. Ja, dann lassen wir so. Ich hatte nur Angst, dass ich dann morgen auf einmal gucke und die Ecke hochgekommen ist. Dann bleibt jetzt. Das bleibt so. Der bleibt. Tja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Weil das muss jetzt alles trocknen. Aushärten. Die lasse ich bis morgen hier liegen. Dach hast du gesagt, auf jeden Fall zwei Tage. Das heißt, das Ergebnis sieht ihr dann im nächsten Video, weil wir sind immer noch mit dem Fahrzeug nicht ganz durch. Du musst auch noch einmal vorbeikommen. Immer Stück für Stück, aber es wird. Es wird, genau. Ein paar Knaller haben wir noch für euch. Ich würde sagen, haben wir mal wieder ein bisschen was gezeigt heute. Mike, danke, dass du da warst. Ja, gern. Danke an Henkel für das ganze Equipment hier. Und bis zum nächsten Video.